uns als junge Bettlinge ist auch natürlich das Anliegen, dann das alte Pfarrhaus wieder ins Leben zu bringen. Das stand lange Zeit leer, hat aber für alle von uns, für alle in Bettlingen irgendwie eine tiefe Bedeutung. Don't call me baby. Das alte Pfarrhaus hier in Bettringen, für uns als Kirchengemeinde ein historisch wichtiger Ort, aber auch ein problematischer Ort, wenn man das so will. Das stand oder steht plötzlich leer, wir haben verschiedene Nutzungen, aber nicht mehr so, wie man es bräuchte. Und da haben wir uns als Kirchengemeinde auf den Weg gemacht, wie man so ein altes Gebäude beleben kann, wie man Leben einhauchen kann in einem Konzept und sind auf mehrere Dinge gekommen. Es geht um Wohnen oder junges Wohnen für junge Erwachsene, das in Schritten ist und vor allem hier jetzt vor Ort für den Kulturverein Altes Pfarrhaus einen Teil übernimmt als Begegnungsort, den die hier bespielen können, Gott sei Dank. Ich bin heute hier, weil Nils mich gefragt hat und weil ich es eine ganz schöne Idee finde, dass hier einfach alle zusammenkommen und zusammen Musik machen. Die Kirche ist ja schon immer ein Ort, wo die Menschen zusammenführt. Was uns hier in Bettringen freut, ist, dass man merkt, es sind Schritte möglich. Ich motiviere da auch gerade andere Gemeinden auch immer, nicht nur von der großen Lösung am Ende her zu denken, sondern das als Vision zu nehmen und heute schon Schritt für Schritt Dinge zu machen. Und das Besondere, dass hier junge Menschen am Boot sind, schon in Projektplanung, aber auch in Jugendarbeit.